So, wir haben jetzt Location gewechselt. Kannst du vielleicht bitte mal sagen, was hinter uns ist, was das für ein schöner Schloss? Das ist das Schloss Pillnitz. Genau. Ja, das Schloss Pillnitz, das haben sich unsere Könige hier in Sachsen vor vielen, vielen Monaten als Sommerresidenz gebaut. Und wir wollten sich hier wohlfühlen, so wie wir jetzt. Aber heutzutage dürfen halt alle rein. Und ja. Das kann sich jeder mal anschauen, da gibt es auch immer mal Veranstaltungen. Das ist gut, dann fühlen wir uns jetzt wie die Könige und starten los jetzt mit unserem Interview. Also die nächsten Fragen sind, ist wahrscheinlich bei jedem Trader gibt es eine Phase im Leben, wo alles gegen einen läuft. Das nennt man auch Drawdown. Wir haben erst unser Drawdown hinter uns, wir waren 6 Monate im Drawdown. Aber wir haben auch vor 2 Wochen neues Equity-Hoch erreicht und damit sind wir offiziell aus dem Drawdown raus. Aus diesem Grund ist jetzt die Frage für uns sehr aktuell und ich denke mal auch auf viele Trader da draußen, weil jeder wird sie haben, wenn er es noch nicht gehabt hat, wird Drawdown haben. Und Frage an dich, also was war dein größter Drawdown, was waren die Schwierigkeiten darin und wie hast du es geschafft, da rauszukommen? Meine schlimmste Zeit, ich werde es auch nie vergessen, das war, wie kann man das am besten umschreiben oder ganz kurz gesagt, nachts um 3 im British Pfund US-Dollar im Minutenchart mit Zoom. Ja, also so reingezoomt noch. Also wirklich auf jedes Detail dieser sehr wichtigen Minutenkerze erkennst nachts um 3 wirklich. Und das war eine ganz, ganz schlimme Phase. Also das war so mein schlimmster Albtraum, wurde auch wirklich, und warum? Weil es planlos war. Ja, es war so komplett ohne System, dann in dem Moment natürlich völlig die Emotion, du willst es dem Markt zeigen, du willst den Verlust vorher nicht akzeptieren. Mhm. Ja. Und das war so meine schlimmste Zeit. Es gibt immer wieder Phasen, wo du kurz zweifelst, ja, wo du denkst, hey, das muss ich vielleicht mal überarbeiten. Und dann fällt dir aber vielleicht auf, naja, hier lief es jetzt schlecht, aber in dem anderen Währungspaar oder in einem anderen Handelsobjekt war es gerade wieder gut. Ja, und dann gleicht sich das wieder aus. Es war vielleicht bloß eine ungünstige Seitwärtsphase und dann beruhigt man sich auch wieder schnell. Aber ich glaube, wenn man einmal diesen Moment erlebt hat, ja, dieses nachts um 3, das ist so mein Erlebnis, ja, nennen wir es mal nachts um 3 im Minutenchart, dann vergisst man das nicht mehr und diese Angst oder diese Situation, das darf man auch nie vergessen, dass man dort nie wieder hin will. Also bist du jetzt quasi durch diese Situation oder du beschreibst jetzt diese Situation, dass du in so genannten Tilt warst, wo du einfach nicht kontrollieren konntest, was du gemacht hast. Ja, korrekt. Du wolltest unbedingt das Geld zurückverdienen, hast du jetzt vielleicht mal deinen Size erhöht, ja, alle Regeln gebrochen, die es nur zu brechen gibt. Ja. Und das hat die Situation nur verschlimmert. Ja. Genau. Und wie hast du geschafft, da rauszukommen? Was war jetzt quasi dein Turnaround oder wie man sagt, also was hat dich jetzt... Also das ist eigentlich genauso einfach wie man und genauso schnell wie man in die Situation reinkommt, kommt man eigentlich auch wieder raus, indem man einfach diesen Schritt zurückgeht, erstmal ins Bett geht, ja, einfach ins Bett geht, das ist schon mal Punkt 1, Handy aus, ja, damit man auch nicht mehr auf die Apps schaut und so weiter. Handy aus, schlafen gehen und dann habe ich wirklich einige Wochen, ich glaube es könnten sogar 1-2 Monate gewesen sein, wo ich komplett mich gar nicht mit Börse beschäftigt habe, wirklich keinen Wirtschaftskalender auf in den Social Medias, alles ausgeblendet und das hat gut getan. Informationsdefizit schaffen, ja, Social Media Defizit schaffen und Marktdefizit schaffen, das hat mir geholfen. Also quasi Auszeit nehmen. Entzug. Einfach wie ein Entzug. Abstand zu der Börse, also zu dem Geschehen, zu der Situation selbst, zu der Tilt-Situation, genau. Einfach Abstand gewinnen und da erhöhst du deine Chance dann wieder zu dir selbst zu finden, ja, wieder Kräfte zu sammeln und dann neu durchzustarten. Genau. So, was würdest du jetzt, was waren jetzt dein größter Fehler und jetzt ist, das liegt entweder, ja vor kurzem war das oder liegt länger her, was würdest du anders machen oder was würdest du jetzt den Leuten raten, damit die diese Fehler umgehen, weil man weiß ja selber, also man macht Fehler, man lernt draus, das ist schon schlau genug, aber noch schlauer, wenn man von Fehler der anderen lernt, ja, und das machen wir jetzt, wir lernen von Fehler vom Peter. Genau. Ja, das ist, wenn du ganz einfach Systematik, wenn du deine Geschichte nicht reflektierst, ja, bist du dazu verdammt, deine Fehler immer zu wiederholen. Mhm. Ja, das kennen wir alles, das Zitat. So, und das Beste ist wirklich, wenn du dir Regeln schaffst, nicht nur für was das Trading jetzt anbelangt, so von der technischen Analyse her, sondern dass du auch schaust, welche Marktsituationen will ich nicht mehr haben. Und da haben wir vorhin im ersten Teil unseres Gesprächs schon darüber gesprochen, über die Zeiteinheiten, über die Anlagehorizonte. Und das ist so ein Thema. Ich bin kein Freund von nur kurzfristig handeln, ich bin kein Freund von nur langfristig handeln. Ja? Separieren wir das mal in Daytrader und Investor.
so nennen wir die beiden jetzt. Mhm. Und die beiden muss ich verschmelzen lassen. Ich brauche diesen Daytrader, da sprechen wir jetzt nicht nur über Daytrading, ne, sondern auch über ein paar Tage und Wochen. Den brauche ich, um diesen Jagdinstinkt zu befriedigen und immer mal eine Belohnung zu bekommen, ein Häppchen, zu merken, dass da irgendwas passiert, auch wenn es mal negativ ist, aber ich merke, es passiert was. Und dann brauche ich noch diesen Investor, der dafür sorgt, dass ich, dass meine Equity-Kurve stabil bleibt. Ja, dass ich quasi Positionen habe, die auch länger laufen, vielleicht auch so Thema Carry-Trading. Ja. Und das tut, glaube ich, gut, wenn man das beides miteinander vermischt, dann hat man schon mal eine gute Basis, um nicht mehr in diese Aggressivität reinzugehen. Ja, das ist so. Und dann natürlich, wenn es direkt jetzt um die Trade geht, Positionsgrößenberechnung. Das ist was für mich essentiell ist. Wie viel Risiko gehe ich pro Trade ein? Und dann rechne ich mir eine Positionsgröße aus, die kann in dem Moment so und so groß sein, ja, und nicht höher und nicht niedriger. Das ist die richtige Position für dieses Risiko. Und das ist dann noch der technische Part, der dazu kommt. Okay, und was war dein größter Fehler jetzt? Der größte Fehler? Ja, du versuchst mich auf einen Fehler festzunageln. Aber ja, was bei dir einfach nur in Erinnerung geblieben ist, als wirklich der größte Fehler. Fange ich mal an. Was war unser größter Fehler jetzt im letzten Jahr? Ja. Wir haben einfach falsche Positionsmanagement betrieben. Wir haben falsch pyramidisiert. Wir waren einfach zu euphorisch. Wir haben zu sehr an einen Trade geglaubt. Ja. Und dadurch haben wir einfach zu viele Kontrakte danach dazu gekauft. Das hat dazu geführt, dass wir eine leichte Korrektur nicht aushalten konnten. Unsere Position ist gleich im Minus gelaufen. Positions- oder Riskmanagement steht an der ersten Stelle. Das heißt, wir müssten die Position schließen. Und dann, bald X Runde, wie das meistens so ist, ja, genau an der Stelle, der Kurs geht in unsere Richtung. Ja. Ja. Und uns fällt ein fetter Gewinn. Erstens, zweitens, auch der Verlust, was wir generiert haben, was eigentlich nicht sein sollte, spielt auch noch mit rein. Das heißt, das summiert sich und dementsprechend war bei uns ein Loch von der Performance her von ca. 30%. Allein durch diesen Fehler. Ja. Allein durch diesen Fehler. Und deswegen, also so eine Art das von Fehler, schnell. Davon spreche ich ja. Vielleicht ist das, was bei dir irgendwas in Erinnerung geblieben ist, weil das ist bei uns in Erinnerung geblieben für 2018. Und was war jetzt dein? Ich hatte auch letztes Jahr mal so eine Situation, wo es wirklich dann lange in die Gegenrichtung ging, ja, wo man versucht hat, mit Hedge das noch irgendwie zu drehen. Das war eine schwierige Situation, aber wie gesagt, das ganz Große war wirklich so ähnlich wie bei dir, ja, zu große Positionen genommen. Ja, viel zu große Positionen, dann versucht zu wieder rauszuholen mit noch mehr Positionen. Ja, es gibt ja auch dieses Martingale-Situation und Martingale, wo man auch schon erwiesen hat, dass man da nur viel Glück haben kann, ja, zu bestehen. Wo man einfach besseren Durchschnittspreis macht, indem man immer mehr Positionen aufbaut. Ja, richtig. Und aber das sind die Klassiker. Das sind die Klassiker. Das ist jetzt nicht, ich habe diesen geheimen Fehler gemacht. Ja, wenn ihr den nicht macht, dann werdet ihr Millionäre. Das passiert nicht. Ja. Es gibt dieses Money Risk Management ist einfach das Essentielle. Und wenn du das versaust, dann bist du so schnell in so einem riesen Drawdown drin. Und da kann mir auch keiner erzählen, oh, das ist mir noch nie passiert oder sowas. Und ich glaube auch dran, man muss das mal durchgemacht haben, ja, um daraus zu lernen aus seinen Fehlern. Also man muss auch darüber sprechen, obwohl das Klassiker sind, muss man darüber sprechen, damit es einfach einem immer wieder klar ist, das sind einfache klassische Fehler und keine jetzt geheimen Techniken, die jetzt nicht funktioniert haben. Richtig. Ja, und wie gesagt, deswegen ist meiner Meinung nach wichtig, ist, also in jedem Video sage ich immer wieder, Risikomanagement ist der Schlüssel zum Erfolg im Trading. Und das ist genau das Thema, ja, Positionssize. Ja. Und jetzt komme ich noch auf deine Geschichte zurück, wo du gesagt hast, du hast den Jagdinstinkt, ja, und dennoch suchst du eine bestimmte Stabilität im Trading und du hast jetzt für dich die Zauberformel gefunden, die jetzt zu deiner Psyche passt, indem du sagst, du gehst auch kurzfristige Positionen ein, wo du deinen Jagdinstinkt befriedigst, aber darüber hinaus auch bleibst du länger in der Position, damit das deine Equity-Kurve glättert. Ja. Genau. So habe ich es verstanden, richtig? Richtig. Also wir machen ähnlich, ja, und wir aufgrund unserer Kontogröße können wir mehrere Kontrakte handeln. Das hat den Vorteil, dass wir Teilgewinn realisieren können. Also wir machen so ähnlich wie du, aber plus sage ich jetzt mit meinen Worten, also wir nehmen jetzt zum Beispiel 10 Kontrakte auf der halben Strecke oder sagen wir mal bei einem kurzen Ziel, realisieren wir schon Teilgewinne, nehmen diesen emotionalen Druck weg, ja, verschieben unser Stop auf Break-Even und dann, wenn wir Glück haben, dann gibt es einen großen Trend, wo wir noch dabei sind. Ja, so machen wir es auch und da machen wir es genauso wie du. Du hast es halt mit Jagdinstinkt beschrieben.
Also vielleicht ist es bei uns auch so, ich weiß es nicht, aber Fakt ist, also so ähnliche Evolutionsbedingt. Strategie, ja genau, stimmt, also ähnliche Strategie machen wir, verfolgen wir auch, ja. So Peter, du hast bereits schon über deinen Trading-Ansatz gesprochen, aber wahrscheinlich, was viele interessiert, ist, was ist deine Trading-Strategie? Konkreter. Welche Instrumente? Ja. Genau, konkreter. Was sind die Einstiege, Ausstiege und das Risiko an Management? Vielleicht beschreibst du deine Trading-Strategie so, also, so genau wie möglich. Ja, so genau wie möglich, weil es ist natürlich, also ich muss eins dazu sagen, alles wird man natürlich nie veröffentlichen. Also wenn man hat ja verschiedene Strategien. Ja, ich betrachte mich immer als Portfolio-Manager und da hast du natürlich immer, so sollte jeder Trader rangehen. Ja, ich habe mein Portfolio, das muss ich managen, professionell. Ja, und da brauche ich auch verschiedene Strategien, die ich in verschiedenen Situationen anwenden kann, damit du nie in so ein Frustverhältnis reinkommst. Mhm. So, unabhängig von der Strategie ist das Risiko aber immer 0,5% pro Trade von der Kontogröße. Das heißt, ich habe alle meine offenen Trades, die haben einen Stop-Loss XY, den ziehe ich komplett ab von der aktuellen Equity und was dann übrig bleibt, davon rechne ich mir dann meine neue Positionsgröße aus. Hat den Vorteil, selbst wenn alle Trades, die jetzt gerade offen sind, vielleicht sogar im Plus sind, wenn die jetzt alle negativ werden, ja, habe ich trotzdem nicht noch mehr verloren, als ich jetzt eigentlich kalkulieren wollte. Sonst ist es halt unkalkulierbar. Kommt darauf an, wie viele Trades man hat. Wenn man jetzt bloß ein, zwei hat, dann fällt es natürlich nicht so ins Gewicht. Ne? Des Weiteren brauchte ich so ein bisschen einen Anker, wo ich alle Strategien, die ich mal gehört habe und die ich aber für mich, auf mich adaptiert hat, auf mein Trading-Verhalten, die habe ich alle mit Fibonacci-Zahlen verbunden. Ja, also das, manchmal können das meine, konnten das damals meine Coaching-Klienten gar nicht mehr hören oder auf irgendwelchen Messen oder sowas, Fibonacci, Fibonacci, Fibonacci. Aber es ist ein Naturgesetz. Ja? Es sind Zahlen, die einfach überall vorkommen, in der Natur und beim Trading. Ich habe Beispiel, um es mal ein bisschen konkreter zu sagen, bei den Fibonacci-Retracements 38,2, 61,8, das kennen wir. Ja. Aber warum keine 55? Warum kein 34er Retracements? 8, 13, 89. Ja, die wichtigen Zahlen, die Fibonacci-Zahlen, die zum Beispiel auch, damit man 61,8 und 38,2 überhaupt berechnen kann, da braucht man die 34, 55, 89. Warum soll ich die dann nicht mit einbinden? Und genauso bei den gleitenden Durchschnitten. Okay, wir haben jetzt das Risiko-Money-Management angesprochen. Ja. Wir haben jetzt angesprochen die technische Analyse. Mhm. Was ist jetzt dein fundamentaler Anteil von deiner Strategie? Hast du welchen? Und wenn ja, welche ist das? Also worauf ich zum Beispiel achte, wenn ich große Trends mitnehmen möchte, dann ist es natürlich gut, wenn man weiß, wo findet der Trendwechsel statt. Ja? Mhm. Und das mache ich gern mit dem gleitenden Durchschnitt, also EMA, Exponential Moving Average, 55 und 89. Ich dachte, jetzt kommen jetzt diese beiden Daten. Das ist dein Part, das ist dein Part. Ja, nee, die 55, 89 gleitende Durchschnitt, wenn die sich quasi, wenn der Kurs da drüber oder drunter steigt, beziehungsweise die sich dann switchen, mal ganz grob gesagt, ja, dann habe ich so mein Signal, aha, jetzt könnte es zu einem großen Trendwechsel kommen. Gehört dann natürlich auch noch Tests dazu und Ausstiegskriterien, logisch. Ja. Man kann das jetzt nicht alles in 30 Sekunden runterbrechen. Aber das ist so schon für die Trendwechselgeschichte. Und bei Impulsbewegungen, wenn ich quasi schnelle Trades machen möchte, dort achte ich zum Beispiel auf Gaps viel. Ja, wenn ich beispielsweise einen Aufwärtstrend habe und dann gappt der Kurs nochmal so nach oben, ja, eröffnet quasi über dem letzten Schlusskurs nochmal so ein letzter Puh und dann schließt aber eine fette rote Kerze mit diesem Gap. Dann weiß ich, aha, das war nochmal so ein letzter Puster und das war wahrscheinlich jetzt die, die Distributionsphase beginnt jetzt, ja, jetzt wird das wahrscheinlich seitwärts laufen und so weiter. Und dann nutze ich noch Fehlsignale mit einem RSI und in Verbindung aber auch wieder mit EMAs, ja, dort auf scheinbar überverkaufte Kurse, überkaufte Kurse, also so eine Gegensignalacht. Ich würde aber dennoch sagen, das, was du jetzt, das meiste, was du jetzt aufgezählt hast, kommt meiner Meinung nach immer noch zur technischen Analyse. Ich habe aber gesehen, dass du manche Posts machst bei Facebook, wo du jetzt auf die fundamentalen Daten eingehst, indem dass du zum Beispiel die News auswertest. Also inwiefern fließt das jetzt in deine Trading-Strategie oder ist deine Trading-Strategie wirklich nur der technische Part und dann noch das Risiko-Money-Management? Oder fließt das jetzt noch diese Auswertung der fundamentalen Daten, die jetzt nicht sich vom Preis ableiten in Form von bestimmten Indikatoren wie EMA oder RSI, sondern wirklich nicht vom Preis, sondern außerhalb
noch reinfließen. Also worauf ich auch sehr, sehr achte, sind zum Beispiel die FOMC-Meetings oder irgendwelche Zinsentscheidungen seitens der Fed oder überhaupt von den Zentralbanken. Wir alle wissen, die Zentralbanken würden niemals bei einer Pressekonferenz sagen, es geht alles den Bach runter und wir werden euch jetzt alle arm machen. Das würden die nicht sagen, die würden immer den Markt beruhigen. Also kannst du dich darauf verlassen, dass wenn das, wenn sowas ansteht, das ist eine Woche vorher oder ein paar Tage vorher, die Kurse von Dow und DAX etc. Eigentlich stabil bleiben. So, und das kann man in seine und das kann man in seine fundamentale Analyse mit einbauen oder News zum Beispiel als Kontraindikator nutzen. Ja, dass man jetzt, wir können zum Beispiel Non-Farm Payrolls aus den USA oder irgendwelche anderen wichtigen Daten, dass wenn dort dann ein großer Impuls kommt im Kurs, dass man dann sagt, okay, nee, ich will jetzt kein News-Trader sein und jetzt hier irgendwie der Schnellste sein und der Schlauste. Nee, ich sag mir, ja, politische Börsen und auch Börsen, die aufgrund von Wirtschaftsdaten getriggert wurden, haben meistens kurze Beine. Das bedeutet, ich kann eigentlich davon ausgehen, dass der Kurs diese gesamte Bewegung nochmal kompensiert, ja, nochmal zurückkommt. Und das kann man natürlich mit technischen Parts dann wieder kombinieren und kann von diesen eigentlich starren Regeln wirklich dann auch profitieren. Interessant, ja. Also meine Erfahrung ist, dass wirklich eine stabile Strategie hat drei Bestandteile, fundamentale Analyse, technische Analyse und das Risk- und Money-Management. Und auch wenn viele bestreiten, dass die quasi nur das technische Analyse benutzen, merkt man dennoch, dass die zum Beispiel auch auf die anderen Indikatoren schauen oder anderen Wirtschaftsdaten schauen. Und das ist auch der fundamentale Part der Strategie quasi, ja. Obwohl die vielleicht auch selber nicht realisieren, nutzen die dennoch die fundamentalen Daten, um dann sich um die Strategie quasi robuster zu machen oder zu verbessern. Ja. Wenn ich da nochmal einhaken darf, wenn ich zum Beispiel jetzt an meine Handelsroboter denke, die jetzt halbautomatisch nur die Signale liefern oder auch vollautomatisch traden, auch im Rahmen meines Follower-Service, dort guckt man natürlich auch, klar, diese EAs, die handeln nur technisch, 100%. Aber der menschliche Part kann trotzdem nie ausgeschaltet werden, weil ich muss gucken, steht jetzt ein großes, wichtiges Ereignis an, wie damals Brexit-Referendum oder sowas oder die Griechenland-Thematik, ja, damals in der Finanzkrise oder in der EU-Krise. Da muss ich natürlich gucken, schalte ich den Handelsroboter lieber ab oder ignoriere ich jetzt die Signale, wenn ich nur den Halbautomaten nutze. Das sind Dinge, wo du kannst es nie komplett, also du kannst es komplett vollautomatisieren, ist aber immer das Risiko, dass du bei solchen Riesenentscheidungen, wo du schon vorher weißt eigentlich, dass es in die Hose gehen könnte, ja, wenn du dort dich dagegen entscheidest, das mal auszuschalten oder zu pausieren, dann kannst du natürlich ganz schön auf die Nase fallen. Peter, du hast jetzt angesprochen, du hast auch einen Service. Ja. Und was bittest du konkret an? Man kann quasi an meinen Trading-Gedanken teilhaben. Ja, also ich habe nun mal meine EAs, meine Halbautomaten, meine Vollautomaten und die liefern natürlich mir, oder da kann ich Trading-Gedanken draus entwickeln. Und die poste ich einfach in unserem Member-Bereich und das kann man abonnieren und dann, man hat auch der erste Monat ist stark vergünstigt. Ja, dort kann man erstmal reinschnuppern, man kann auch monatlich kündigen, wenn denn das überhaupt nicht passt. Ja. Und man bekommt aber auf das Smartphone oder aufs Tablet, auf dem Rechner, per E-Mail bekommt man Push-Benachrichtigungen. Wenn ich quasi einen neuen Gedanken habe, dort Einstieg, Ausstieg oder ein Update dazu, Gewinnmitnahme, Teilgewinnmitnahme, dann gibt es so eine Push-Nachricht und dann wird man quasi ja, innerhalb von Sekunden informiert, was ich jetzt gerade für Ideen habe. Okay, jetzt noch eine Frage, weil wir haben auch einen Service Insider Week und wir veröffentlichen transparent unsere Performance. Und jetzt ist die Frage, wie sieht es bei dir aus mit Transparenz? Veröffentlichst du deine Performance? Ja, das wird, also wir bauen gerade diese Infrastruktur dafür auf, weil ich stelle mir das so vor, also mein großer Traum ist, dass ich, also mein EA zum Beispiel, der wird auch von der Vermögensverwaltung genutzt, dort können die Leute auch investieren, das geht da nicht über mich, ich bin kein Vermögensverwalter, ja, aber die können dort investieren und mein Traum ist so ein bisschen für verschiedene Handelsproduktgruppen, verschiedene EAs anzubieten, Trading-Gedanken und auch für die Vermögensverwaltung bereitzustellen. Und dort kann man natürlich für diese Produktgruppen dann komplett die Backtests veröffentlichen, beziehungsweise dann auch die laufenden Positionen auf den entsprechenden Konten. Ja? Aber da will ich halt eine Infrastruktur aufbauen, dass das alles auch schön aussieht, ja? Dass man das dann in Diagrammen sieht und so weiter und dass man das dann auswählen kann, vergleichen kann. Das ist so. Aber du weißt, wie das ist, ja? Die technische Infrastruktur dahinter, das ist echt. Wenn man das richtig hübsch haben will, dann muss man eine Weile für arbeiten. Aber das ist auf jeden Fall die Zukunft. Ich denke auch, Transparenz ist die Zukunft in dem ganzen Sektor. Anders geht es gar nicht. Ja, auf jeden Fall. So, die Touristengruppe hat uns vorhin
ja, verjagt, oder wie sagt man, vertrieben. Genau, deswegen müssen wir Location wechseln. Wir sind jetzt an einer schönen Gaststätte mit einem super Ausblick auf die Elbe und das Schloss. So, und Peter, noch eine Frage, das interessiert die meisten wahrscheinlich, insbesondere die, die jetzt noch keine Trader sind. Die berühmte abschließende Frage. Genau, die berühmte abschließende Frage. Kann jeder Trader werden? Also, ich kenne ja deine Meinung dazu. Ich würde sagen, generell ja, mit Einschränkung. Ja, da bin ich ehrlich. Du brauchst einfach ein gewisses Kapital, um das vernünftig zu machen. Meine Meinung ist, je weniger Kapital zur Verfügung hast, insbesondere wenn es wirklich sehr, sehr wenig ist, desto mehr kommst du ins Zocken rein. Weil der Mensch ist gierig und der Mensch würde sich nie mit kleinen Gewinnen zufrieden geben. Also passiert Folgendes, ich habe ein kleines Handelskonto, ich mache vielleicht kleine Gewinne, aber ich fange dann an zu zocken, Positionsgrößen nicht mehr zu beachten, weil ich mehr will. Ja, das ist so eine Einschränkung, die ich sehe. Und du brauchst einfach, da kann man natürlich über Disziplin und Mindset sprechen, das ist alles zweitrangig. Ja? Was ich finde, ist noch dieses System, dass du wirklich weißt, was du tust in jeder Situation. Dass du quasi nicht davor sitzt, boah, was mache ich jetzt? Wenn du diesen Punkt erreicht hast, ne, wenn du auf dem Demokonto erstmal geübt hast und an dem Punkt bist, wo alles passiert im Markt und du sitzt nicht davor und sagst, boah, was mache ich jetzt? Dann denke ich, bist du bereit, wirklich den nächsten Schritt zu gehen, Live-Konto und dann auch entsprechend ja, dich auch Trader nennen zu dürfen. Ja, also ich bin jetzt auch teilweise deiner Meinung, ja, weil was jetzt Kleinkonto angeht, dann stimme ich voll zu, insbesondere weil man auch von kleinen Beträgen nicht so viel Achtung hat. Ja, und ja, dementsprechend kann man ja lässig mit Positionsgröße. Achtung, keine Achtung hat es gut. Ja, kann lässig umgehen und ja, dadurch quasi nicht konsequent durchziehen, das Risikomanagement so wie es sein muss. Ja. So, das ist ein Punkt. Das andere Punkt, ich glaube nicht, dass jeder Trader werden kann, ja, aber zumindest meine Überzeugung ist, wenn man die Interesse hat und man spürt die Leidenschaft für das Trading, man sollte unbedingt das ausprobieren. Wie in jedem Job. Wie in jedem Job, genau. Man soll es ausprobieren, seine Erfahrung machen, weil wir haben in uns inneres Gefühl und dieses innere Gefühl kann man nicht täuschen. Man wird relativ schnell feststellen, ob das Richtige für einen ist oder nicht. Auch wichtiger Punkt, dass man auch von vornherein den richtigen Markt aussucht, also dass man jetzt nicht auf ja, schlechte, nicht undurchsichtige Produkte geht. Ja. Das Thema haben wir jetzt auch in anderer Frage genau schon beleuchtet. Und dass man auch Trading-Ansatz auswählt, was nicht so zeitintensiv ist, erstens, und nicht so schwierig ist. Also Beispiel, Daytrading ist schwierig, ja, und im Vergleich zu Positionstrading, ja, und Trendtrading. Also deswegen, wie gesagt, die Ratschläge sind ja mit etwas mehr Geld anfangen, damit man Achtung hat, ja, ja, von den Gewinnen und Verlusten. Und zweitens auch mit dem richtigen Trading-Ansatz und dem richtigen Markt. Genau. Und dann wird man relativ schnell feststellen, ob ja, Trading drinsteckt oder nicht. Genau, ob man drinsteckt oder nicht. So, das war jetzt die abschließende Frage. So, ich bedanke mich bei Peter für die schöne Führung hier in Dresden. Also Dresden ist eine super schöne Stadt. Auch das Schloss da hinten, ja, den ersten Teil, genau. Also wir bleiben jetzt in Kontakt, also wir haben uns jetzt, wie schon vorhin gesagt, wir haben zusammen Berg bestiegen, also wir sind jetzt Freunde fürs Leben. Also wir werden uns jetzt wiedersehen, denke ich mal, wenn ich hier wieder hier im Lande bin, weil es hat sich super angeboten, ich war hier in der Ecke. Und ja, da freue ich mich schon auf nächste Führung von dir. Ja. Fränkische, nee, nicht fränkische, sondern sächsische, in der sächsischen Schweiz vielleicht. Vielleicht da, genau, so machen wir das. Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg euch, danke, tschüss.